ganz ehrlich, beschäftige dich doch mal mit Krafttraining. Vielleicht ist bei dir auch einiges an Potenzial noch zu holen, was du vielleicht jetzt noch gar nicht erkannt hast. Die Leistung bei einem 40-Minuten-Zeitfahren. Ab jetzt wird's gefährlich. God's work, man, this is God's work. Every single plan, it been God's work. Don't hate what I am, this is God's work. Take it up with the man, boy, it's God's work. Was bisher geschah? Oh, das ist doch hart jetzt. Oh Mist, beim letzten Swift-Rennen, da ging mir wirklich im Finale die Kraft aus. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was tun. Ich spreche mit meinem Coach. Ja, hi. Folgendes, das Swift-Rennen, genau. Also das war eigentlich ganz gut bis zum finalen Anstieg und da sind wir richtig hochgepaced. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass mir völlig die Kraft ausging. Ja, ich glaube, wir müssen ein paar Kraft-Sessions mal in mein Training reinbringen. Ja, genau, weil mir die Kraft ausgegangen ist, ist doch klar. Ja. Oh, ach so. Also wenn ich am Anstieg krachen gehe, dann liegt es gar nicht an meinem mangelnden Krafttraining. Aha. Okay, aber wozu ist Krafttraining denn dann gut? Okay Leute, ran an das Thema Krafttraining. Ich weiß gar nicht, wieso wir Radfahrer generell eine Aversion gegen Krafttraining haben. Vielleicht, weil wir diese Belastung nicht gewohnt sind und es unnötig härter sich anfühlt als vielleicht unser lockeres Lit-Training oder unser Halbgasgeballer. Aber irgendwie scheint es so ein bisschen, als wären wir Radfahrer keine richtigen Fans vom Stemmen von schweren Gewichten. Doch dabei hat Krafttraining doch einige Potenziale, die es mit sich bringt und auch studienbasierte Ergebnisse, die relativ interessant sein könnten für all diejenigen, die sich damit mal beschäftigen. Vorweg einmal, nein, Krafttraining ist nicht dafür da, mehr Leistungsfähigkeit rauszuholen im Sinne von, mir ging die Kraft aus, also mache ich Krafttraining, dann kann ich am Anstieg oder am Berg länger mit den anderen mitfahren. Da geht es rein über die Energiebereitstellung der verschiedenen Stoffwechselwege. Falls euch dafür mehr interessiert, schaut nochmal bei uns bei der Science Masterclass vorbei. Da habe ich das Ganze in einzelnen Schritten mal erklärt. Können wir auch gemeinsam darüber diskutieren. Nein, Krafttraining hat ganz andere Effekte auf unseren Körper und auch auf unsere Radperformance. Da schauen wir jetzt einmal gemeinsam drauf. Krafttraining einmal definiert nicht als Stabi-Training, das bedeutet viele Wiederholungen mit kleineren Übungen, die meine tiefliegende Muskulatur stabilisieren sollen, sondern wirklich das Bewegen von schweren Gewichten in relativ komplexen Übungen, wo viele Muskelgruppen, die beim Radfahren beteiligt sind, mit rekrutiert werden. Das bedeutet, wenn ich schwere Gewichte drauf tue, Bewegungsausführungen, die nach 10 bis 12 Wiederholungen durchaus zur Ermüdung führen. Das ist für uns Coaches definiert als Krafttraining, da schauen wir heute mal genauer drauf. Und wie so häufig, wenn wir nach Quellprogrammen schauen, gucken wir wieder in Richtung Norwegen. Da hat Bent Rønnestad mit seinen Kollegen wieder einiges an Informationen geliefert. Ein 10-wöchiges Krafttraining ergänzend zum Ausdauertraining wurde sich angeschaut und wir haben folgende Ergebnisse finden können. Das Krafttraining war gar nicht so umfangreich. Es ging um 2 wöchentliche Sessions mit eigentlich nur 4 Übungen, die gemacht wurden. Kniebeugen mit Langhantel, Beinpresse, einbeinige Hüftstreckung und eine Übung, die die Wadenmuskulatur trainieren sollte. So, was hat man gemacht? Wir haben die Umfänge der Krafttraining-Sessions sukzessive reduziert. Das heißt, wir haben angefangen mit 10 Wiederholungen, in der zweiten Session der Woche eher bei 6 Wiederholungen und endeten später in Woche 7, 8, 9 und 10 bei sogar nur 6 Wiederholungen in der ersten Session und 4 in der zweiten Session. Dabei war das Training so gestaffelt, dass das Gewicht langsam sukzessive erhöht wurde. Das heißt, hinten raus weniger Wiederholung, mehr Gewicht. Und die Bewegungsausführung bei der konzentrischen Kontraktion, also sprich das Wiederhochkommen nach der Kniebeuge, maximal schnell bewegt wurde. Die Athleten, die Kraft und Ausdauer kombiniert hatten, sind bis zu 3% besser geworden in der maximalen Leistung im Rampentest. Die Athleten, die nur Ausdauer trainiert haben, haben sogar noch an Leistungsfähigkeit verloren. Die Schwellenperformance hat sich um 3,2% verbessert, bei Ausdauer hat sie sogar auch reduziert, sowie die Leistung bei einem 40-Minuten-Zeitfahren um 6,5% verbessert bei Kraft-Ausdauer gegenüber 0% bei lediglich nur Ausdauertraining. Spannende Sache also, wir haben gesehen, wir haben in der maximalen Leistungsfähigkeit ein bisschen was dazu gewonnen, aber auch in der Dauerleistung, in der Threshold-Leistung. Und so konnte ebenso eine weitere Studie aus Finnland zeigen, dass bei weiblichen Radsportlerinnen die Leistung an der Schwelle sich um 7,6% bei den Athletinnen verbesserte, sowie um 6,4% mehr Power bei einem 40-Minuten-Time-Trial abzulesen war. Moment mal, also das Bewegen von schweren Gewichten sorgt dafür, dass wir eine bessere Dauerleistung auf 40 Minuten bekommen? Das ist interessant. Und so argumentierten die Autoren auch weiter, dass Krafttraining dazu führte, dass die fraktionelle Ausschöpfung der maximalen Sauerstoffaufnahme sich verbesserte. Sprich, wenn du eine Sauerstoffaufnahme von 60 ml Maximum hast, während deine Sauerstoffaufnahme bei der Schwelle statt 50 ml vorher, vielleicht dann bei 53 oder 54 ml Sauerstoffaufnahme. Das heißt zusammengefasst, Krafttraining hat das Potenzial, unsere fraktionelle Ausschöpfung an der VO2 Max zu verbessern, sprich mehr Performance an der Dauerleistung erreichen zu können.
So, und ein Parameter habe ich noch für euch, wie Krafttraining positiv sich auf deine Leistungsfähigkeit auswirken kann. Hast du mal nach 3 Stunden Rennbelastung richtig schnell einen 5-Minuten-Wert absolvieren müssen? Nein, noch nicht? Dann bist du noch kein Radrennen gefahren. Denn das ist einer der wichtigsten Parameter im Radsport. Nicht nur einfach deinen 5-Minuten-Wert abzuchecken, sondern vielleicht auch zu schauen, wie performst du eigentlich in einem ermüdeten Zustand, also fatigued. Also nach 3 Stunden Rennbelastung dann noch einen schnellen 5-Minuten-Wert zu fahren, ist nicht so leicht. Und vielleicht hast du selber schon mal ausprobiert, 3 Stunden Rennbelastung und dann im Finale gemerkt, warte mal, ich bin ja so weit weg von meiner eigentlichen Performance. Es kann sein, dass ich vielleicht gar nicht mehr im Finale konkurrenzfähig bin. Das können wir ändern mit Krafttraining. Und dafür habe ich einmal eine Fatigue Resistance Chart mitgebracht. Wir sehen einmal hier in der Y-Achse eine Leistung, auf der X-Achse hier einmal die Zeit. Und das ist einmal ein Chart nach 1500 Kilojoule geleisteter Energie. Und wenn wir uns einmal hier anschauen, was dieser Athletenprofil zeigt, sind wir bei 5 Minuten Wert. Verlieren wir bis zu 31 Watt gegenüber dem erholten Zustand, was umgerechnet dann ungefähr 9% Leistungsverlust bedeutet. Es ist ja ganz nett, wenn du vielleicht im Training im ausgeruhten Zustand einen richtig starken 5-Minuten-Wert hast. Wenn der beim Finale des Rennens nicht abrufbar ist, dann hast du auch nicht viel davon. Und nach Hansen et al. Konnten wir sehen, dass Krafttraining dazu führte, dass du nach 180 Minuten signifikant mehr Leistung am 5-Minuten-Time-Trial fahren kannst, als wenn du kein Krafttraining durchführst. Das heißt, wir haben irgendwo positive Effekte auf unsere Fatigue-Resistance, wenn wir Krafttraining implementieren. Und jetzt kommen wir an diesen Punkt, Krafttraining ist eigentlich nicht der Parameter, der dir mehr Leistungsfähigkeit am Berg verschafft, aber Krafttraining sorgt für eine muskuläre Effizienzsteigerung dazu, dass du vielleicht weniger ermüdest in langen Rennen oder in langen Time Trials. So konnten wir einmal sehen, dass die Leistung an der Schwelle sich verbessert, dass die Fatigue Resistance sich verbessert, dass die muskuläre Koordination sich verbessern kann, wenn du Krafttraining implementierst. Und es gibt Studien, die zeigen konnten, dass Krafttraining dabei helfen kann, weniger verletzungsanfällig zu sein. Okay, nun gut, genug geschwafelt, jetzt gibt's Krafttraining in der Praxis. Schnitt. Morgen, so ab ins Fitnessstudio und so ein bisschen mal das machen, was wir geplant haben. By the way, in Köln regnet es wieder ein bisschen und diese Stadt nimmt wieder gar kein Wasser auf, die läuft wieder komplett unter. Keine Bahn fährt mehr und verkehrsmäßig weiß auch keiner, was er machen soll. Warten wir mal, bis Schnee kommt. So, eine Runde Rudern habe ich im Sack. Liebe Grüße an alle Ruderer, die aus den Augen bluten, die gerade meine Technik kritisieren. Ich übe ja noch. So, ein bisschen warm machen mit ohne Gewicht, nur die Langhantel wird gesquattet, um wenig Load auf die Strukturen zu haben, erstmal Bewegungsablauf ökonomisieren. So, legen wir schon mal 2 Zehnerplatten als Optik daneben, damit es ein bisschen was aussieht. Jetzt habe ich nochmal 2 Fünferplatten hier, nicht weil es das eine Empfehlung ist von mir, sondern weil ich so verkürzt meinen Hamstrings bin, dass es mich sonst zu krass nach hinten zieht. Sowas kann euch gerade am Anfang unter Umständen helfen, dass ihr die Bewegungsausführung ein bisschen besser machen könnt, aber wäre schon schön, wenn ihr flexibel genug seid, dass ihr das nicht benötigt. Aber ich fange gerade erst an, also habe ich noch 3 Ausreden und jetzt Attacke. Tired of living broke, so before I sleep I pray. Then I woke up to my money in the bank. Then I woke up to a chick that ain't complain. Real big goals and my homies want the same. Gangsters moving silence. We been down shutting up the doubters. Fly guys out of public housing. They slow the betting at 1,000. All the blessings I've been counting. God's work, man, this is God's work. Every single plan, it been God's work. Don't hate what I am, this is God's work. Take it up with the man, boy, it's God's work. God's work, man, this is God's work. Every single plan, it been God's work. Don't hate what I am, this is God's work. Take it up with the man, this is hold up, blessed up, they can't doubt it. Check the new chick, I be out with. Check the new kicks and the outfit. Shit, I could probably quit rapping, be a stylist. All my niggas fly, more flavor than Ben and Jerry. All this ice and this cream, I'm getting flurries. Give dudes a shot, they think they Stephen Curry, but ain't got no heart. Boah, so langsam merke ich gerade, dass ich koordinativ richtig schlecht werde. Das heißt, die komplexen Übungen lassen wir jetzt mal sein und gehen an maschinengeführten Übungen, denn ab jetzt wird's gefährlich. Best in my kids, to me that's a bigger flex. Yes, tired of living broke, so before I sleep I pray. Then I woke up to my money in the bank. Then I woke up to a chick that ain't complain. Real big goals and my homies want the same. Gangsters moving silence. We been down shutting up the doubters. Fly guys out of public housing. They slow the betting at 1,000. All them blessings I've been counting. God's work, man, this is God's work.
Every single plan had been God's work. Don't hate what I am, this is God's work. Take it up with the man, boy, it's God's work. God's work, man, this is God's work. Every single plan had been God's work. Don't hate what I am, this is God's work. Take it up with the man, this is hold I'm up. In a new bag, my new swag, new flows. Hey. I produce with these dudes like they know we're close. Hey. Hey. In the pick up ball like a Sonic, hey. My favorite two. So, ein bisschen Krafttraining zum Wachwerden hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich mir einen Kaffee erspart habe. Bin auf jeden Fall ziemlich fit, jetzt wo auch der Tag begonnen hat. Hat Spaß gemacht und ich glaube, ich habe auch nicht übertrieben. Ich glaube, ich werde morgen nicht den übelsten Muskelkater haben. Was ich auch interessant fand, ich habe schon deutliche Verbesserungen zum letzten Mal gespürt, wo ich wirklich kaum eine Bewegung machen konnte, ohne direkt gefühlt einen Muskelfaserriss zu haben. Und habe mich, glaube ich, schon zum ersten Mal so ein bisschen angepasst. Heute die komplexen Übungen fielen mir noch ein bisschen schwer, aber ist okay. Da arbeite ich noch ein bisschen dran. Und ich merke auf jeden Fall, wie viel Potenzial darin steckt, gescheites Krafttraining zu machen. Gerade bei den komplexen Übungen wie alle Ausfallschrittbewegungen habe ich gemerkt, wie extrem mein Knie auch immer ganz gerne medial, also ein bisschen nach innen reinziehen möchte. Und ich es wirklich schwer hinbekomme, mein Knie bei Ausfallschrittbewegungen in der Sagittalebene, sprich also von vorne geblickt, wirklich gerade runter laufen zu lassen und merke, dass da viel Potenzial drin steckt. Und das sollte ich auch trainieren, denn das ist genau die Anforderung, die ich beim Radfahren natürlich habe. Gerade wenn ich zum Beispiel eine aerodynamische Position nochmal gehe, meinen Hüftwinkel noch ein bisschen kleiner mache und die Freiheit meines Oberschenkels ein bisschen eingeschränkt ist, dann sollte schon wirklich es sein, dass ich auch wirklich gerade nach unten trete und nicht anfange, rechts oder links nach außen zu weichen. Denn dann kann es Knieschmerzen geben oder ich verliere halt wirklich Performance. Saubere Sache. Wir haben gesehen, was Krafttraining alles für positive Effekte mit sich bringen kann. Wie kommen wir denn jetzt an diese Effekte ran? Und dazu haben Ronnestad und Schumann uns einmal eine Literatur zur Verfügung gestellt. Das Buch Concurrent Training beschäftigt sich mit Ausdauern, Krafttraining gleichermaßen eingestreut in deine Trainingsstruktur, dessen Effekte und worauf du achten musst. Die Aussagen des Buches zusammengefasst, um positive Effekte auf unsere Performance zu bekommen, müssen wir erst einmal in den ersten 8 bis 12 Wochen mindestens 2, vielleicht sogar 3 Sessions Krafttraining pro Woche einbauen. Um den Umfang des Krafttrainings vielleicht nicht allzu hoch werden zu lassen, denn wir sind keine Kraftsportler, wir sind Radsportler, die positive Effekte haben wollen durch Krafttraining, hilft es vielleicht, wenn wir uns einmal auf die wesentlichen Übungen konzentrieren, die für unsere Radbewegung relevant sind. Da spreche ich von Muskelgruppen wie Oberschenkel, Hamstrings, Rücken, Rumpfstabilität, Hüftstabilität. Das sind die Muskulatur, die wir trainieren wollen und da richten wir auch die Übungen aus. Das bedeutet für dich einmal Kniebeugen mit Langhantel, Kreuzheben und Bulgarian Squat sind auf jeden Fall Teil deines Trainingsplans. Um deine neuromuskuläre Rekrutierung weiter zu trainieren, kannst du zum Beispiel auch schnelle Bewegungsausführungen machen, die der Radbewegung ähnlich sind. Wie zum Beispiel Boxjumps oder auch einbeinige Aufsteiger, vielleicht mit oder ohne Gewicht, wo du mit etwas mehr Gewicht schnell kräftig die Bewegung des Radfahrens nachsimulierst. Der Umfang des Krafttrainings sollte so aussehen, dass du vielleicht mit 8 bis 10 Wiederholungen pro Satz startest, dann vielleicht 3 Sätze mit einer Übung durchführst und später nach 4, 5 Wochen das Ganze dann im Volumen der Wiederholung reduzierst, dann vielleicht nur noch 3x8 bzw. später 3 Sätze a 6 Wiederholungen durchziehst. Je fortgeschrittener das Training, desto mehr Gewichte laden wir später auf. Der Vorteil ist dann, dass wir nicht so viel Muskelmasse antrainieren wie vielleicht bei 8 bis 12 Wiederholungen, aber durchaus die positiven Effekte des Krafttrainings im Ausdauersport spüren können. Kleiner Hinweis, wie du deine Kraftsessions im besten Fall in deinem Training einbauen kannst, das erfährst du einmal hier unten in der Videobeschreibung. Dort haben wir einen Trainingsplan für dich bereitgestellt, der einen unserer Basepläne kombiniert mit einem Krafttrainingsplan. Dort findest du zum Beispiel 2 Kraftsessions pro Woche, die dann abgestimmt sind auf weitere High-Intensity-Trainingseinheiten, weil wir das nicht verlieren wollen und mit der richtigen Planung dafür sorgen können, dass keine der Trainingseinheiten durch die andere Einheit negativ beeinflusst wird. Was ich einmal als Coach ganz nett finde bei der Übungsauswahl, gerade bei Bulgarian Squat oder auch den Aufsteigerübungen, dass wir dort mit erhöhtem Krafteinsatz wirklich Bewegungen des Radfahrens nachsimulieren, vor allem einbeinig. Und gerade bei Bulgarian Squat achte darauf, dass das Knie wirklich in der Sagittalebene möglichst parallel läuft, das heißt nicht nach medial, nach innen oder außen zu stark ausweicht. Wenn ihr da Probleme habt, dann nimmt erstmal ein bisschen weniger Gewicht zu Anfang und steigert das Gewicht nur sukzessive, damit auf jeden Fall eine korrekte Durchführung der Bewegung gewährleistet ist und ihr euch da nicht verletzt. Und wenn du das zum ersten Mal machst, dann wirst du vielleicht feststellen, so einfach ist es gar nicht. Übrigens kann das auch der Grund sein, weshalb du vielleicht auch mal Knieschmerzen bekommst, wenn du viel mehr auf einmal in den Anstiegen trainierst. Denn du hast auch dort mehr Krafteinsatz und wenn das Knie dann nach innen reinbricht, wenn du von oben drauf schaust und das Knie Richtung Rahmen reinzieht, dann kann es sein, dass du Scherkräfte im Knie erzeugst und das wiederum kann den Bänder-Sehnenapparat überlasten bzw. leichte entzündliche Prozesse anregen. Und gerade mit solchen Übungen können wir unsere muskuläre Effizienz deutlich steigern. Vor
Häufige Fehler und wie du sie vermeiden kannst. Achte auf jeden Fall auf die richtige Technik, wenn dir dort nicht sicher sein solltest. Hol dir auf jeden Fall Hilfe zu Rat, die dort dann vor Ort einmal deine Bewegungsausführung abcheckt. Achte auf die richtige Periodisierung. Du hast ja gerade gehört, wir wollen das Volumen in den Wiederholungen etwas reduzieren. Nicht immer nur 8 bis 12 Wiederholungen machen und dann wundern, weshalb du so viel Muskelmasse zugelegt hast. Denn performanceorientiertes Krafttraining im Radsport sieht ein bisschen anders aus. Zur Periodisierung gehört auch, dass du vielleicht im Winter 2 Sessions pro Woche einbaust. Im Sommer, innerhalb der Saison, kannst du mit einer einzelnen Session sogar die positiven Effekte des Krafttrainings auf die Radperformance weiter beibehalten und verlierst nicht so viel Trainingsqualität. Und zu guter Letzt, achte auf das Gesamtvolumen beim Krafttraining. Steigere dich also langsam, hau nicht einfach nur auf angereizte Strukturen weiter drauf und beachte aber auch, wenn du zum Beispiel eine Hit-Woche hast, dass du vielleicht das Krafttraining der Woche etwas minimierst, vielleicht sogar ganz ausfallen lässt und erst danach in der Woche wieder weitermachst. Fazit, weshalb Krafttraining in deiner Planung unverzichtbar ist. Krafttraining ist der Schlüssel zu mehr Leistung, weniger Ermüdung und einer besseren Trittökonomie. Mit den richtigen Übungen und einer durchdachten Planung kannst du nicht nur stärker, sondern auch effizienter auf dem Rad werden. Das haben wir zum anderen in den Studien gesehen, in den 40-Minuten-Time-Trials oder halt der Schwellenperformance oder auch der Fatigue-Resistance nach 3 Stunden Rennbelastung. Heißt, ob du mehr Sprintpower in Rundstreckenrennen benötigst, eine bessere Fatigue-Resistance und Ausdauerleistungsfähigkeit im Radmarathon oder in den Gravel World Series Rennen, Krafttraining hilft dir auf jeden Fall in allen Belangen, dich in der Performance weiterhin zu verbessern. Ganz ehrlich, beschäftige dich doch mal mit Krafttraining. Vielleicht ist bei dir auch einiges an Potenzial noch zu holen, was du vielleicht jetzt noch gar nicht erkannt hast. Und vielleicht solltest du auch mal innerhalb der Saison Krafttraining weiter durchführen. Vielleicht merkst du dadurch extreme Performance-Steigerungen innerhalb deiner Zieldisziplin. Aber tu mir einen Gefallen, pass auf jeden Fall in der Planung deiner Trainingsstruktur auf. Zu viel Volumen, zu schnell gesteigert, kann dazu führen, dass du dich vielleicht verletzt. Oder aber, dass du in anderen Trainingsanheiten an Qualitäten verlierst. Das soll auch nicht sein. Solltest du ja unsicher sein, dann melde dich doch einmal bei uns für ein Coaching. Hier unten habe ich dir mal einen Link reingepackt. Da kannst du dich einmal anmelden für ein kostenloses Erstgespräch. Wenn du da nicht sicher sein solltest, dann schreib uns doch einmal und wir besprechen gemeinsam, wie wir dir helfen können. Nun gut, das war's zum Krafttraining. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einige Informationen daraus ziehen können. Falls ihr Fragen zum Krafttraining habt, dann schreibt sie mir natürlich in die Kommentare. Und falls ihr noch mehr Ideen habt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Dann diskutieren wir gemeinsam gerne drüber. Falls ihr Bock habt, die Science Masterclass findet ihr hier auf dem Channel. Und checkt doch mal das neueste Video ab. Wir haben etwas Großes, Tolles für euch. Lasst uns gemeinsam trainieren auf Mallorca. Alle Infos dazu findest du im Science Featuring 808 Trainingslager Video. Gut, dann habe ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich hau mir jetzt noch Ministry Protein Bar rein, damit das Krafttraining auch wirkt. Und dann sehen wir uns demnächst unter dem Langhandel-Rack. Macht's gut, bis bald, eure Science Crew.